Nach viel zu langer Wartezeit wird Crossplay zwischen den Konsolen sowie Cross-Progression über alle Plattformen endlich zum Start der nächsten Season veröffentlicht. Was das alles beinhaltet und wie man diese Features aktiviert, schauen wir uns jetzt an. Wann genau Season 4 startet, weiß man noch nicht. Meistens ist das aber 2 Wochen nach Reveal der Fall. Der ist am 27.11. Rechnet also damit, dass die neue Season irgendwann Anfang Dezember beginnt. Um Cross-Progression nutzen zu können, müsst ihr euer Ubisoft-Konto mit eurem PlayStation- oder Xbox-Account verbinden. Das geht auf der offiziellen Ubisoft-Website. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt dort auf Kontoinformationen und dann auf verknüpfte Konten. Euer Ubisoft-Account dient hier als Schnittstelle und ist auf jeden Fall nötig, selbst wenn ihr nur von PlayStation auf Xbox oder andersherum gewechselt seid. Pro Konto kann man einen PlayStation und einen Xbox-Account hinterlegen, mehrere sind nicht möglich. Die Verbindung lässt sich im Nachhinein zwar wieder aufheben, jedoch kann man danach kein anderes Konto hinzufügen, sondern nur das, welches ihr bereits beim ersten Mal verwendet habt. Bedeutet zum Beispiel, ihr könnt euren PC-Account nicht mit 2 oder mehr PlayStation-Accounts verbinden, sondern nur mit einem einzigen. Bei Problemen wendet euch am besten an den Ubisoft-Support. Wie sieht denn Cross-Progression in Rainbow Six Siege überhaupt aus? Als erstes müsst ihr das Spiel auf den jeweiligen Plattformen besitzen. Möchte ich von PlayStation auf PC wechseln, werde ich das Spiel erneut kaufen müssen. Jedoch kann ich die günstigste Version nehmen, da ich meinen Fortschritt behalte. Für die, die bereits auf mehreren Plattformen unterwegs sind, gibt es Entwarnung, da es sich um einen Account-Merge handelt. Ihr müsst euch nicht für einen eurer bisherigen Accounts entscheiden, sondern sie werden zusammengefügt. Übernommen werden euer Inventar, euer Fortschritt, eure Stats, sprich alles. Habt ihr ein Item auf mehr als einer Plattform gekauft, wird dieses allerdings nicht erstattet. Die Übertragung gilt außerdem auch für Sanktionen durch das Reputation-System. Die könnt ihr nicht umgehen, indem ihr einfach auf einer anderen Plattform weiterspielt. Einzig der Rang wird getrennt bestimmt. Es gibt jetzt einen PC- und einen Konsolenrang. Der Rang auf Konsole wird aufgrund des Crossplay-Features zusammengerechnet. Habe ich mich nach dem Start der neuen Season auf Konsole bis Diamond hochgespielt und wechsle nun auf PC, bin ich dort erstmal wieder ohne Rang. Ist ja auch logisch, nur weil ich auf der einen Plattform auf High Elo unterwegs bin, bedeutet dies ja nicht, dass es auf der anderen ebenso der Fall ist. Die Anhänger zum Ende der Season sind aber wieder auf allen Plattformen verfügbar. Mit Rank 2.0 wird man dazu immer auch alle darunterliegenden Anhänger bekommen. In dem eben angesprochenen Fall Kupfer bis Diamond. Crossplay wird es nur zwischen PlayStation und Xbox geben. Ich glaube, noch mehr Maus und Tastatur will da wahrscheinlich niemand. Außerdem gibt es leichte Unterschiede zur PC-Version. Allem voran das Lehnen, während man nicht im Visier ist. Crossplay lässt sich in den Optionen ausschalten, jedoch wird dieses standardmäßig aktiviert sein und die wenigsten werden das umstellen. Rechnet also mit weitaus längeren Wartezeiten, falls ihr es deaktivieren solltet. Die Frage ist aber eh, wie weit das überhaupt interessant wäre, denn auf PC-Spieler trifft man ja sowieso nicht. Um mit euren Freunden zusammenspielen zu können, die auf anderen Konsolen unterwegs sind, müsst ihr euch über Ubisoft Connect adden und einladen, ähnlich wie das bereits in Rainbow Six Extraction gemacht wird. Und ja, das war's mit diesem Video. Dieses Mal eine recht kurze Erklärung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.